Hallo zusammen und herzlich willkommen. Es geht um sie. Sie ist klein. Sie ist aus weichem Gummi. Sie ist kostengünstig und eine echte Stütze, nämlich eine Daumenstütze. Die Thumbboard Daumenstütze für den Daumen der rechten Hand beim Flötenspielen. Mein Name ist Ute Gabriela Schneppert. Ich bin Flötistin, liebe es, die Flötentöne beizubringen. Und meine besondere Leidenschaft ist das gesunde Musizieren. Als ich jetzt per Zufall mitbekommen habe, dass doch viele dieses kleine Hilfsmittel nicht kennen, habe ich beschlossen, dass ich ein bisschen dazu beitragen möchte, dem Abhilfe zu schaffen. Denn ich bin überzeugt davon, dass dieses kleine Hilfsmittel eine ungeheure Erleichterung beim Flöten ist. Ja, das Problem kennt eigentlich doch fast jeder, der Flöte spielt. Der Daumen der rechten Hand ist eins der drei Haltepunkte bei der Flöte. Die Flöte ruht auf dem Daumen und beim langen Spielen fängt an, der Daumen fest zu werden. Oder es wird ein bisschen warm und der Daumen rutscht. Also was macht man unwillkürlich? Man presst den Daumen gegen das Flötenrohr. Und das hat natürlich weitreichende Folgen beim Spielen. Natürlich wird der Ton schlechter. Immer wenn man presst, wird der Ton schlechter. Das kennt auch jeder. Und dann werden die Finger in ihrer Beweglichkeit behindert. Es entsteht eine Überlastung des Daumengelenks. Der kleine Finger wird natürlich dann auch noch fest. Also insgesamt ziemlich unerfreulich und auch vermeidbar dank der Daumenstütze. Ja, wie benutze ich die? Das macht ihr ganz, ganz einfach. Überlegt mal, wo liegt euer Daumen unter der Flöte? Das könnt ihr ganz einfach feststellen. Einfach mal ausprobieren, wo liegt er. An diese Stelle kommt die Daumenstütze. Das klickt man einfach an das Flötenrohr dran. Fertig. Mehr ist das nicht. Und keine Angst, verkratzen tut nichts. Also die eure Flöte bleibt absolut perfekt in Schuss. Kein Kratzer, kein gar nichts. Es ist weiches Gummi. Da tut sich nichts. So. Jetzt geht es nur darum, wie platziere ich meinen Daumen so, dass es wirklich gut für den Daumen ist. Ja, auch das ist ganz einfach. Ihr seht vielleicht, hier gibt es zwei so kleine Erhebungen. Ja, wie so dicke Striche, die erhaben sind. Dazwischen kommt der Daumen. So wie ihr das kennt. Eine natürliche Handhaltung, also so wie ihr die Hand nach oben nehmt, kommt sie unter die Flöte. Der Daumen ist also nicht so durchgedrückt oder so, sondern er ruht. Die Flöte ruht dann auf der Seitenseite, die zur Handfläche hin zeigt oder den anderen Fingern hin zeigt. Ja, und so kommt der Daumen eben zwischen diese zwei Erhebungen. Hat den großen Vorteil, dass der Daumen weder rechts noch links abhauen kann. Er bleibt also sehr stabil. Das Daumengelenk ist entlastet, der kleine Finger ist entlastet. Die anderen Finger der Hand können sich frei bewegen. Das garantiert schnelle Fingerbewegungen, das garantiert präzise Fingerbewegungen und das ohne Ermüdung. Warum? Weil die kleinen Handmuskeln, die feinmotorischen Handmuskeln, diese Fingerbewegungen steuern können. Wenn ich mit dem Daumen gegen das Flötenrohr presse, verhindere ich das, weil ich automatisch die langen Muskulatur, die eigentlich zur Stabilisierung des Handgelenks gedacht ist, die kommt zum Tragen und behindert die Bewegung der kleinen Fingermuskeln.
Die Folgen kennen auch viele, leider. Es fängt an mit Schulternschmerzen, Nackenschmerzen. Und wenn man lange spielt und lange Jahre so spielt, kann das auch noch viel weitere Folgen haben, nämlich zum Beispiel Sehnscheidenentzündungen oder ein Karpaltunnel-Syndrom. Und das wollen wir ja schließlich alle nicht. Wir wollen Spaß haben beim Flöten, wir wollen schöne Musik machen und wir wollen das umsetzen, was wir ja musikalisch wollen. Und damit, zu dieser kleinen Daumenstütze, bekommen wir ein wirklich effektives Hilfsmittel an die Hand. Sie ist auch nicht teuer, hatte ich vorhin schon gesagt in der Einleitung. Derzeit kostet sie knapp 20 Euro. Sie ist überall erhältlich, im Versandhandel, bei vielen Musikgeschäften oder die können es zumindest bestellen. Gibt es in verschiedenen Farben für die Modenbewussten, eben nicht nur in dem doch sehr klassischen Schwarz mit Grau. Gibt zum Beispiel auch in Pink. Also wünsche euch einfach viel Spaß damit auszuprobieren. Ich, das ist das erste Mal, die ausprobiert habe. Ich habe sie mir sofort gekauft und seitdem spiele ich es wirklich seit Jahren nur noch mit dieser Daumenstütze. Es ist einfach eine Wonne und es macht einfach so viel Erleichterung. Ich kann es euch nur empfehlen, auszuprobieren. Viel Spaß dabei. Tschüss.